In dieser Folge spreche ich nochmal über das Thema Local SEO für, naja, lokale Geschäfte natürlich. So Freunde, nachdem ich gestern über das Thema Local Lead Generation und Startups gesprochen habe, die ja versucht haben, eben in vielen Bereichen und Nischen entsprechend das, die Suchergebnisse zu dominieren, um dann an Fotografen und Hochzeitsplaner und was weiß ich, was es da alles draußen gibt, Friseure, DJs eben entsprechend Anfragen zu vermitteln. Was halt jetzt nicht mehr so gut funktioniert, weil Google versucht eben selbst diese ganzen Anbieter dort mit ihrer Webseite zu listen. So, und heute will ich dann nochmal dieses Thema aus der anderen Perspektive betrachten, und zwar eben aus der Perspektive der Anbieter selbst. Habe hier wieder 4 Stück mitgebracht, die eingereicht wurden unter digitaleffects.de/seodriven. Wenn ihr mit eurer Website auch mal dabei sein wollt, dann tragt euch dort einfach ein. Ich gehe die 4 Beispiele wieder mit euch gemeinsam durch. Ich habe das ein bisschen vorbereitet und mir ein bisschen angesehen. Und die erste Website ist hier die Tierfotografin Miriam Eberling aus Hamburg. Tierfotografie Hamburg. Indoor, Outdoor, Portrait, Action. Miriam hier. Indoor-Shootings, Outdoor-Shootings, verschiedene Preise und ein paar Bilder, vorzugsweise von Hunden, ja, ein paar Häschen noch, Katzen habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, das ist auch schon die Website, also es ist, soweit ich das jetzt hier überblicken kann, ein sogenannter One-Pager, also eine Seite. Das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, denn mir ist es lieber, ich habe eine vernünftige Seite zu einem Keyword, und hier ist ja ganz klar Tierfotografie Hamburg oder Tierfotografie in Hamburg. Dazu will die Miriam entsprechend in Google erscheinen. Also da brauche ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so viele andere Keywords noch. Kann man natürlich dann erweitern gegebenenfalls. Und was ich hier immer ganz gerne mache, ist natürlich zu gucken, rankt denn die Seite dazu schon? Sistrix hat generell nicht so viel gefunden zu dieser Subdomain, was es jetzt in dem Fall ist, da die Miriam auch noch Schlagzeugerin ist, was eine andere Subdomain auf ihrer Domain ist, gab es gar keine Ergebnisse. Deswegen habe ich hier mal geguckt, ist sie denn jetzt hier zu finden in diesem Suchergebnis? Und dazu muss ich mir jetzt hier nochmal die Domain kopieren. Upsala. Die Domain kopieren, um eben das Ganze hier dann zu suchen. Und wir sehen, es gibt keinen Treffer. Also bei Tierfotografie Hamburg, zumindest in den Webergebnissen, erscheint die Miriam eben entsprechend noch nicht. Wenn wir uns dann das Ergebnis mal in Google angucken, ist jetzt natürlich hier personalisiert. Ich habe mich jetzt hier nicht ausgeloggt und so weiter, aber die Domains waren jetzt hier relativ ähnlich. Dann sehen wir halt auch schon, wie erwartet eigentlich Google Maps Integration, und ich glaube, das ist auch für alle Startups, um dann nochmal den Bogen zu gestern zu spannen, der Indikator, wann es keinen Sinn mehr macht, hier zu optimieren, weil eben sobald Google hier Maps-Einträge zeigt mit entsprechenden Fotografen, wird es halt schwer, jetzt hier als Nicht-Fotograf zu erscheinen. Wir sehen auch alles Websites, die entsprechend einzelne Anbieter sind und keine, ja, Online-Portale mehr in diesem Sinne. Dann habe ich mal versucht, die Miriam hier selber zu finden, um herauszufinden, ob sie einen Google My Business-Eintrag hat, weil das ist ja das, was notwendig ist, um in diesen Ergebnissen zu erscheinen. Ich finde jetzt hier immer nur ihre Website, und auch in Google Maps, selbst wenn ich hier nach ihrem Namen, ihrer Adresse suche, finde ich nichts, nur eben die Adresse selbst. Also Miriam, für dich sollte dann gelten, du musst dir unbedingt einen Google My Business Eintrag anlegen. Ich habe das auch nochmal überprüft hier mit dieser Software Überall. Die unterstützen halt ihre Kunden dabei, die Einträge in allen möglichen Branchenbüchern zu pflegen. Kann man natürlich auch manuell machen, oder man zahlt halt hier einige hundert Euro
im Jahr, damit man das eben über diese Software pflegen kann. Und wir sehen dann hier halt auch in Google Search wohl nichts gefunden, Google Maps wohl nichts gefunden, auch bei Bing, meine Stadt. Also in ganz vielen wichtigen Branchenbüchern stehst du nicht. Also ich glaube, jetzt so ab hier unten wird es dann weniger wichtig. Ja, die versuchen natürlich auch sozusagen eine große Menge an Diensten zu zeigen, damit das jetzt hier auch den Nutzen der Software unterstützt. Aber Google Maps, Facebook, Yelp, Bing, meine Stadt, sowas ist sicherlich extrem relevant. Und du bist jetzt hier nur bei Facebook und bei Yelp auch nicht, weil hier Michael Stein, das scheint was anderes zu sein, Facebook-Seite, okay, das war zu erwarten. Also das ist hier auf jeden Fall für dich der größte Hebel. Trag dich bei Google My Business ein, einfach mal Google My Business suchen. Da solltest du dann eben auch Tierfotografen, Miriam, Eberling eintragen, deine Adresse in Hamburg, und dann solltest du auch bessere Chancen haben, entsprechend dort zu erscheinen. Auch wird ja dieser Google My Business Eintrag mit deiner Website verknüpft. Und hier gibt es definitiv irgendwie eine Korrelation. Also sehr häufig sind die Seiten, die in Google My Business oben erscheinen, dann auch in den Webergebnissen entsprechend weit oben und vielleicht auch umgekehrt. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel. Mother Earth. Das ist eine Modeboutique in München. Hier geht es um nachhaltige Mode, in Kleinserien und so weiter und so fort. Relativ viel Text, ein bisschen unstrukturiert, finde ich. Also es hat mir jetzt nicht so einen Spaß gemacht, mir das hier durchzulesen. Aber was gut ist, hier ist auch Google Maps Eintrag integriert. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ich finde hier die Adresse etc. pp. Auch diese Seite hat jetzt hier wenige Unterseiten. Glaube ich, ist auch gar nicht so notwendig, weil man will natürlich vor allem jetzt vielleicht zu so einer Kategorie, zu so einem Kategoriebegriff ranken. Ich habe hier mal bei Sistrix geguckt, wo wird denn die Seite schon gefunden? Natürlich zu Mother Earth. München ist ja sozusagen die Brand Search, also da wollen die Leute ja direkt zu euch. Goa Shop scheint noch so eine Kategoriebezeichnung zu sein. Goa Hosen. Wir haben ja gesehen bei meinen Modeshop-Analysen, dass halt das Thema Marken sehr interessant ist. Das fällt jetzt bei euch wahrscheinlich so ein bisschen weg. Bei euch geht es hier mehr so dann Goa, Nepal, also eher so regionale Sachen. Goa ist ja, glaube ich, eine Insel in Indien oder sowas. Nepal kennt man ja auch. So, und ansonsten, ja, so Filz, Schuhe, Yoga-Laden. Ja, weiß nicht, ob ihr jetzt wirklich Yoga-Sachen anbietet, Aladdin-Hosen. Jetzt wird es aber auch schon, sind wir schon auf der dritten Seite angelangt. Also ist alles noch recht überschaubar. Und ich würde jetzt am ehesten sagen, ihr müsstet halt mal gucken, was ist im Prinzip eigentlich so euer Kategoriebegriff? Ist das jetzt Modeboutique oder, ja, es ist, wir haben es schon mal dazu eine Keyword-Analyse gemacht in diesem Modebereich. Gibt es sicherlich eine kleine Zielgruppe, die da eine gewisse gewisses Interesse oder einen gewissen Fokus auf diese nachhaltige Mode hat, Ökomode, Biomode, wie man es auch immer bezeichnen will. Aber so richtig viel gesucht wird das nicht. Also es ist eher ein Differenzierungsmerkmal in den Suchergebnissen. Das heißt, du konkurrierst dann wahrscheinlich ganz normal mit allen anderen Modeboutiquen in München auch. Und das wäre dann halt vielleicht so dein Keyword. Gut. Hier habe ich auch mal geguckt, Universal Search. Also da würden eben auch so Google Maps Einträge dann kommen. Wurde jetzt hier immer nur Bilder gezeigt von euch. Also das hat auch noch nicht so gut funktioniert. Aber zumindest mal einen Google Maps Eintrag habt ihr. Den solltet ihr entsprechend bearbeiten. Also hier steht jetzt wirklich nur als Name euer Name. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal okay. Aber so wie, wie ich eben schon beschrieben habe, sollte man eben so einen Kategoriebegriff, sowas wie Modeboutique oder Boutique für nachhaltige Mode, Mother Earth oder Mother Earth, Earth Boutique für nachhaltige Mode. Also das sollte man hier in diesem Eintragsnamen schon noch ergänzen, damit dann auch Google klarer wird, noch wozu sie euch anzeigen wollen. Ihr habt zwar hier die richtige Kategorie angegeben, Bekleidungsgeschäft,
Aber bisher, wie gesagt, scheint ihr da ja noch nicht wirklich zu erscheinen. Dann sorgt natürlich hier für gute Bewertungen. Da habt ihr jetzt bisher 4 Stück. Das ist auch noch überschaubar. Haltet hier diese Daten aktuell. Und ja, vom Inhaber gab es hier sogar mal ein Bild. Und ihr habt über 199 steht jetzt hier Fotos. Also mit an Bildern scheitert es jetzt hier nicht. Aber ich würde halt sagen, wie gesagt, guckt mal, dass ihr hier noch euer Keyword findet und unterbringt. Ja, also Google My Business Eintrag ist extrem wichtig, sollte jeder haben. Und wenn man ihn dann hat, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, an unserem Beispiel zum Beispiel, wir sagen halt immer, wir verbinden unseren Firmennamen immer mit unserem Kategoriebegriff. Also wir sagen immer SEO-Agentur Digital Effects GmbH. Ja, dadurch ist in der Kommunikation immer ganz klar, was machen wir. Nicht nur jetzt für die Suchmaschinenoptimierung, sondern auch einfach für jeden anderen. Wenn er jetzt von mir liest oder von uns hört, SEO Agentur Digital Effects GmbH, dann weiß er gleich, was macht Digital Effects denn? Ja, und bei euch Mother Earth kann ja alles Mögliche sein. Ihr könntet auch eine Band sein oder was weiß ich auch immer. Ja, also insofern würde ich halt sagen, Modeboutique oder ähnliches, das muss da halt rein. Das fehlt euch halt jetzt hier noch. So, kommen wir mal zum nächsten Beispiel. Glücksmomente bei Julia Ledin. Freie Trauung, Willkommensfeste. Ja, also hier geht es irgendwie um Hochzeiten, aber freie Hochzeiten, was auch immer das ist. Dazu wollen wir dann natürlich auch ranken. Die Seite sieht jetzt ganz nett aus. Manches kann man nicht so gut lesen. Ich finde jetzt dieses Grau auf Rosé oder was auch immer, das ist nicht so geeignet. Das Ganze ist hier in Hannover, also freie Trauung scheint ihr das Hauptthema zu sein, freie Trauung Hannover. Jetzt hast du aber natürlich eben eine Startseite und eine Unterseite zu dem Thema so ein bisschen. Da immer aus meiner Sicht gucken, so machen wir das auch wieder auf unserer Seite. SEO-Agentur ist für uns das wichtigste Kategoriebegriff. Da wird auch am meisten nachgesucht. Wir bieten auch Content-Marketing und auch AdWords und solche Sachen an. Aber unsere Startseite ist eben wirklich sozusagen jetzt hier übertragen auf deine Seite, das Thema freie Trauung. Und dann kannst du ja mal überlegen, ob es für dich Sinn macht, das zusammenzuführen. So, wenn wir jetzt mal gucken, wozu erscheint so schön in den Suchergebnissen, dann sehen wir eben hier Freie Trauung Hannover, rankt jetzt eben auch die Startseite. Also das unterstützt wieder nur das, was ich sage. Da müsste man jetzt eben überlegen, klar, wenn ihr jetzt hier noch andere Locations anbietet, dann macht es Sinn, Unterseiten anzubieten. Aber für Hannover hast du ja jetzt im Prinzip, das ist ja dein Hauptthema, keine Unterseite, sondern deine Startseite oder eben, da gibt es jetzt diese Doppelung, diese Keyword-Kannibalisierung, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Bei den Maps-Einträgen hat Sistrix dich auch bei 4 Keywords gefunden. Trauung Hannover, freie Trauung Hannover, Location freie Trauung und freie Trauung Hannover und freie Trauung Hannover Location. Also da bist du sogar schon unterwegs. Und wenn wir uns das Ergebnis hier mal angucken, ja, also auch hier, da sehen wir dich sogar hier direkt auf der 2. Position und auch deine Webseite. Hier hast du es ja auch in den Titel geschrieben, Freie Trauung Hannover, also es ist ja auch immer ein Best Practice, was ich empfehle. Ich würde es vielleicht sogar noch nach vorne stellen, dann ist noch wichtiger, also die Dinge, die vorne stehen, sind einfach, ja, wichtiger und wenn hier mal die Gefahr besteht, dass es abgeschnitten wird, dann würden eben eher die unwichtigeren Sachen abgeschnitten. Aber so funktioniert es schon ganz gut. Siehst du ja auch hier, vielleicht schaffst du es mit ein paar Anpassungen, wenn du mal diese Unterseite, die ich angesprochen habe, und die Startseite zusammenlegst, sogar auf die erste Seite zu kommen, auf die erste Position zu kommen. So, dein Google Maps Eintrag habe ich mir dann hier auch nochmal angesehen. Hier hast du eben freie Trauung mit drin, also das entspricht ja schon dem, was ich gesagt habe. Das ist dein Kategoriebegriff, dass du in Hannover sitzt, weiß Google. Dementsprechend funktioniert das jetzt auch schon ganz gut. Du hast hier auch 19 Bilder. Leider nur 2 Bewertungen, also Bewertungen sind auf jeden Fall immer wichtig. Von Bewertungen kann man nie nie zu viel haben. Denn es reicht ja, wenn einer dir mal eins auswischen will und ein Wettbewerber oder was weiß ich, irgendjemand, der dich nicht leiden kann und dann macht er eine schlechte Bewertung und dann hast du hier eben keine 5 Sterne mehr, sondern nur noch 3 oder sowas. Also sorg einfach dafür, dass deine ganzen Kunden, davon wirst du ja eine Menge haben, auch jedes Unternehmen
was es schafft, sozusagen zu existieren über längere Zeit, hat ja zufriedene Kunden, sonst würde es gar nicht gehen. Also dementsprechend die hier darum bitten, das zu bewerten. Auch bei dir habe ich hier diesen Überall-Check gemacht. Und auch hier haben sich noch ein paar Lücken aufgetan. Du hast halt das mit freie Trauung hier nur für Google gemacht und Google überprüft grundsätzlich auch ganz gerne mal diese Angaben auf Konsistenz. Also Google ist natürlich bekannt, dass es noch mehr Branchenbücher gibt und dein Eintrag, auch wenn er jetzt schon für dich ganz gut funktioniert, wird halt glaubwürdiger für Google, wenn dieser Eintrag exakt so noch bei anderen relevanten Branchenbüchern erscheint. Und das ist eben jetzt hier nicht der Fall, weil du hast meistens nur Glücksmomente bei Julia Ledin angegeben. Hier bei Facebook ist sogar die Stadt falsch geschrieben. Also da solltest du gucken, dass eben alle Dinge gleich sind. Also deine Website auch hier mal mit www, mal ohne www, die Telefonnummer unterschiedlich formatiert und geschrieben, hier sogar mit einem X. Was soll das? Bei Bing bist du noch gar nicht eingetragen, bei Meine Stadt auch nicht. Also da solltest du gucken, dass du das noch nachholst und entsprechend anpasst. Also wie gesagt, bei diesen Google Maps Einträgen ist es wichtig für die Glaubwürdigkeit und letzten Endes das Ranking in Google selbst, in diesem Local Pack, wie man so schön sagt, wirklich eine Konsistenz zu haben über alle Branchenbucheinträge, die man hat. Man kann dafür so ein Tool nutzen, da hat man dann nur eine Maske, wo man das einmal einträgt und dann wird das überall korrigiert. Diese Tools sind relativ teuer. Man kann aber natürlich auch gucken, was sind einfach für mich die 5 bis 10 wichtigsten Branchenbücher und das eben dort entsprechend selbst regelmäßig pflegen. So, das nächste Beispiel hier ist die TC Autopflege. Ja, wie der Name schon sagt, sowas mag ich auch immer ganz gerne, wenn eben eigentlich der Kategoriebegriff schon im Namen drin ist. Hier geht es eben um Autopflege, Autoreinigung, Lackaufbereitung von Profis in Berlin-Tegel. Hier ja, sind schon einige Keywords gefallen. Kann man so machen. Ihr habt aber auch noch zu einigen Bereichen einzelne Unterseiten. Also das finde ich hier so ein bisschen unaufgeräumtes Menü, weil es ist so ein bisschen vermischt. Hier habe ich die Startseite, dann habe ich hier Autopolitur, dann habe ich plötzlich Kontakt und Anfahrt, Impressum, Galerie, Fahrzeugpflege, dann kommt nochmal Autopolitur. Das ist auch so ein bisschen doppelt, Gutschein und Smart Repair. Also da würde ich eher gucken, überlegt mal, welche, also sowas wie Smart Repair macht Sinn, Autoreinigung, Lackaufbereitung oder Fahrzeugaufbereitung, dass ihr zu solchen Begriffen dann einzelne optimierte Seiten macht. Hier ist noch ein Rechtschreibfehler, alles für Ihr Auto muss es heißen. Ansonsten, ja, macht die Seite jetzt einen okayen Eindruck. Sicherlich vieles ein bisschen so durcheinander hier mit diesen Aufzählungen, verschiedene Schriftarten, Schriftgrößen, Schriftfarben. Also da kann man sicherlich mal einen Designer ranlassen, der das ein bisschen stringenter macht. Ansonsten ganz in Ordnung. So, dann auch hier mal geguckt, wo erscheint ihr denn? Natürlich TC Autopflege ist eure Brand, aber auch Autopflege Reinickendorf, Autoreinigung Berlin-Tegel, Autoreinigung Autopflege und so weiter. Also eigentlich wirklich ziemlich gut schon aufgestellt, meistens mit der Startseite. Sicherlich kann man hier bei den Keywords, wo man vielleicht noch ein bisschen sich verbessern will, einfach nochmal gucken, wo macht es Sinn, was ist nicht synonym, was ist nicht so wirklich doppeldeutig wie Autoreinigung und Autoreinigung auseinander und zusammengeschrieben vielleicht oder ähnliches. Also das sind natürlich alles Keywords, die auf eine Seite passen, aber eure Startseite ist ja so ein bisschen das Hauptkeyword Autopflege. Und für Fahrzeugaufbereitung zum Beispiel könnte man sicherlich auch nochmal eine eigene Unterseite machen und dann diesen Teil vom Keyword-Fokus her eher von der Startseite runternehmen, um sich hier vielleicht sogar noch zu verbessern. Wobei auch hier seid ihr schon auf der Position 3, also da kann man nicht meckern. Hier nochmal reingeguckt, was sind jetzt so die besagten Chancen? Also hier sowas wie Autoaufbereitung in Berlin, da seid ihr jetzt noch auf der 11, ne? Auch mit der Startseite. Also wie gesagt, zu Fahrzeugaufbereitung, auch Autoaufbereitung, da könnte man eine Seite machen, die dann diese beiden Keywords so ein bisschen fokussiert, sodass man dann da noch bessere Ergebnisse vielleicht bekommt. Auch hier Fahrzeugaufbereitung Berlin ist sicherlich ein sehr relevantes Keyword für euch. Auch die Startseite mit der 13. Aber die Startseite kann halt nicht für alle Keywords optimiert sein,
Und das sieht man jetzt hier halt auch so ein bisschen. Also insofern macht da vielleicht mal noch ein, zwei, drei optimierte Unterseiten, die ihr dann auch in eurem Hauptmenü ein bisschen aufräumt und dann entsprechend verlinkt. Auch die Google Maps Einträge funktionieren hier schon ganz gut bei den entsprechenden Begriffen Autoreinigung Berlin, Reinickendorf, Autoveredelung, Autoaufbereitung Berlin-Reinickendorf. Seid ihr entsprechend in den Google Maps Ergebnissen drin? Und wenn wir uns den Eintrag mal angucken, da haben wir eben ähnlich wie bei der Startseite. Ihr könnt jetzt natürlich nicht mehrere Maps-Einträge anlegen, deswegen lasse ich das hier mal durchgehen, aber es sieht auch schon ein bisschen übertrieben spammig aus. Ne? Also ihr habt jetzt hier TC Autopflege, Autoreinigung, Fahrzeugaufbereitung, Lackaufbereitung, Berlin-Tegel. Das ist ein bisschen too much, finde ich. Aber gut, könnte man nochmal gucken, welche Begriffe sind jetzt besonders häufig gesucht. Zeige ich euch gleich. Ansonsten auch vom Inhaber hier einzelne über 100 Bilder eingetragen. Ihr habt extrem viele Bewertungen, 178, Durchschnittsbewertung 5,0. Also entweder macht ihr wirklich einen extrem guten Job und habt wirklich sehr viele Kunden. Es sieht ein bisschen auffällig aus, finde ich jetzt. Also 5,0 bei fast 180 Bewertungen. Das ist schon sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, auch wenn jetzt hier 4,9 oder 4,8 stehen würde, wäre es noch sehr gut. Ja, also ich hoffe mal, ihr macht wirklich einen so guten Job. Ich kann mir jetzt nicht alle Bewertungen ansehen. Es sind wirklich extrem viele, auch teilweise von Google Local Guides. Was ich gut finde, ist, ihr antwortet hier auch auf jeden einzelnen Kommentar. Also da macht ihr euch auch die Arbeit, den Kunden zu danken. Ja, bei manchen, weiß ich jetzt nicht, ne, PC Dr. Aachen, der macht jetzt in Berlin eine Autoreinigung. Naja, vielleicht ist er viel unterwegs. Also solche Sachen, da muss man natürlich auch aufpassen. Ich will euch auf jeden Fall nicht raten, Bewertungen zu kaufen, auch den anderen nicht, die jetzt noch nicht so viele Bewertungen haben. Ja, in eurem Fall scheinen es ja hoffentlich viele glückliche Kunden zu sein. So, dann auch nochmal hier der Check überall. Auch hier gibt es so ein paar Einträge. Ne? Dadurch, dass ihr jetzt eben auch wieder bei Google entsprechend diese Optimierung vorgenommen habt, die habt ihr natürlich bei Facebook und Yelp und auch Bing nicht. Meine Stadt fehlt noch. Auch hier würde ich mal sagen, also zumindest mal für diese 1, 2, also das ist ja 1 hier im Prinzip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die finde ich auf jeden Fall super relevant. Und da solltet ihr schon gucken, dass das alles eben übereinstimmt und dass ihr hier immer die gleiche Website, Telefonnummer auch gleich formatiert. Ja, also entscheidet euch entweder mit Plus oder ohne, ist natürlich auch teilweise abhängig von der Website, aber versucht das ähnlich zu machen, dann eben Adressdaten, immer gleich schreiben, hier mal 3a klein, 3a groß, mal mit Leerzeichen. Also das sind dann eben so Kleinigkeiten, die eben diese Konsistenz so ein bisschen zerstören und eben vor allem der Name. Ne? Bei Google habt ihr eben, wie gesagt, diesen langen Namen mit allen möglichen Keywords. Bei Facebook ist es ein bisschen schöner. Bei Yelp fehlt jetzt Tegel Center nochmal hinten, da steht nur TC Autopflege. Bei Facebook ist es halt TC Autopflege Tegel Center. Also da einfach mal gucken, bei Bing fehlen noch die Öffnungszeiten, das mal euch da einloggen bei diesen Diensten oder hier so einen Service wie überall nutzen, um dann eben entsprechend das zu optimieren und konsistent zu machen. Dann habe ich hier nochmal geguckt, welche der Keywords, die ihr da verwendet, sind denn wirklich relevant. Also Autoreinigung Berlin ist sicherlich das, was am häufigsten gesucht wird, Autopflege ähnlich häufig, Fahrzeugaufbereitung und Lackaufbereitung ist dann schon im Vergleich zur Autoreinigung nur noch ein Viertel so oft gesucht. Aber das sind sicherlich schon die wichtigsten Begriffe. Und da würde ich mir halt überlegen, zu den einzelnen Begriffen auch nochmal einzelne Seiten zu machen und zu gucken, die Startseite wirklich für Autopflege oder sogar Autoreinigung, wenn man jetzt hier stringent wäre, zu optimieren und dann eben einzelne, diese drei Unterseiten zu machen zu diesen verschiedenen Begriffen noch. Ja, zumindest mal für Autopflege, Autoreinigung und Fahrzeugaufbereitung macht das schon Sinn. Ja, so viel zum Thema lokale Suchmaschinenoptimierung. Ich denke, für die einzelnen Anbieter ist es
sehr gut, dass Google hier so ein bisschen aufräumt und sagt, wir wollen diese ganzen Online-Portale dann nicht mehr haben. Auch die Branchenbücher ranken da nicht mehr, wie wir gesehen haben in der Regel. Also insofern, das ist schon etwas, wo ihr davon profitiert, dass Google eben selbst das Branchenbuch sein will. Das ist natürlich ein Problem für die Branchenbücher und Online-Portale, aber es, da spart ihr dann Geld, weil ihr diese nicht bezahlen müsst für ein Listing oder für Anfragen. Google My Business ist natürlich extrem wichtig und relevant für diesen Bereich und da gibt es so ein paar Best Practices. Ich habe euch ja gezeigt, beim ersten Beispiel gab es gar keinen Eintrag und dann bis hin zum letzten, was sehr gut optimiert war, vielleicht sogar ein bisschen überoptimiert mit sehr vielen Bewertungen, fast auffällig viele sehr gute Bewertungen und halt sehr vielen Keywords. Also das war schon sozusagen, ja, viel besser oder ja besser, viel mehr, sagen wir mal so, kann man nicht machen. Aber ich habe ja auch gesagt, bei Bewertung gilt eigentlich, mehr hilft mehr, gerade in wettbewerbsintensiven Bereichen, wo gerne auch mal mit harten Bandagen und dreckigen Methoden gespielt wird. Also da helfen natürlich viele gute Bewertungen auch, sich gegen schlechte Bewertungen, die jetzt auch wiederum nicht echte Kunden sind, sondern von Wettbewerbern gesetzt werden oder von irgendwelchen Hatern oder Trollen, die dann irgendwie, denen man es halt nicht recht machen kann, sich davor zu schützen. So, also das habt ihr schon alles gut gemacht, hier bei TC Autopflege. Vielleicht komme ich sogar mal vorbei und gucke mir das mal vor Ort an. Wenn ihr mal selber dabei sein wollt beim SEO-Check, dann reicht eure Website ein unter digitaleffects.de/SEO-Check. Wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr dabei wart oder was gelernt habt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.